Schwerin ist schön, keine Frage. Aber an welchen Stellen ist Schwerin eigentlich besonders telegen? Dieser Frage ist die Location-Tour im Rahmen des Filmkunstfestes nachgegangen. Ausgebucht 32 Drehbuchautoren, Produzenten und andere Filmschaffende aus Deutschland und vielen anderen Ländern ließen sich in die Stadt entführen, die als Kulisse mehr als nur das Schloss zu bieten hat. Die erste Station, die alte Hauptpost. Der höchste Punkt ist der 44 Meter hohe Telegrafenturm. Im Inneren der Charme eines länger leerstehenden Gebäudes. Hier braucht es Vorstellungsvermögen, um eine Film- oder Serienlocation zu sehen. Irene Wiens von First Consult hat die Film Commission MV bei der Organisation der Location Tour kräftig unterstützt. Sie weiß, worauf die Filmleute schauen. Naja, wenn man so ein bisschen darüber weiß, wie diese Filme oder die Serien entstehen, dann weiß man, die brauchen eigentlich unfertige Häuser. Die brauchen nicht die fertigen, weil die verändern ja sowieso alles da drin. Und es ist besser, ein unfertiges als ein fertiges dann zu haben. Das Schauspieler-Ehepaar Cheryl Shepherd und Nikolaus Okonkwo haben schon relativ konkrete Überlegungen, wofür Schwerin demnächst eine Kulisse bilden könnte. Genaueres soll noch nicht verraten werden, aber die alte Hauptpost hat es den beiden durchaus angetan. Wir gucken auf die Mischung. Also so wie das Leben spielt tatsächlich oder vielleicht auch ein bisschen bigger than life, dass man schaut, wo ist es besonders schön, aber wo ist es auch herb und noch unberührt oder belassen einfach. Also was wir heute hier zum Beispiel gesehen haben, eine Immobilie jetzt hier eben gerade, eignet sich wunderbar mit den vielen Räumen und ist noch wirklich richtig rau. Also es ist toll, es ist großartig. Gebäude, an denen die Schweriner beinahe täglich vorbeigehen, bieten in ihrem Inneren für die Filmemacher ungeahnte Möglichkeiten. Genau diese Schätze sollten den Produzenten und Drehbuchautoren dargeboten werden. Da wird auch schon mal ein Tresorraum geöffnet. In der Friedrichstraße steht das alte Deutsche Bankgebäude schon seit Jahren leer. Der Berliner Architekt Wilhelm Martens hat es im Neubarock errichtet. Ein beliebtes Fotoobjekt für die Sucher nach neuen Drehorten. Auch Oberbürgermeister Dr. Rico Bartsch hier hat einen Teil der Location-Tour mitbestritten. Die Verwaltung könne den Filmemachern vor allem in Sachen Genehmigungen unter die Arme greifen. Das Schwerin-Serie kann, schon bewiesen. Die waren schon mal bereit für einen Polizeiruf und sind es natürlich weiterhin. Und ich habe hier von den Filmemachern sehr positive Resonanzen gekriegt über die Drehorte, die potenziellen Drehorte, die wir jetzt schon gesehen haben. Und da haben wir das Schloss und die Seen noch gar nicht gehabt. Ein bisschen See sehen, das konnte die Reisetruppe an der nächsten Station. Im Anglet 2 wurde Champagner, ein kleiner Snack und jede Menge Ausblick geboten. Bevor sich die Filmexperten direkt aufs Boot begeben konnten, hatte Irene Wiens noch etwas Besonderes vorbereitet. Auf dem Industriegelände des ehemaligen Kraftfahrzeuginstandsetzungswerk Vorwärts war eine kleine Szenerie aufgebaut. Zeit für ein paar ungewöhnliche Fotos mit Bentley und Champagner vor der Industrieruine. Mehr Kontrast geht nicht. Die Industrieruine selbst zog aber auch viele Blicke der Tourteilnehmer auf sich. Marco Voss von der Film Commission MV wusste schon beim Zusammenstellen der Tour, dass Schwerin mit Vielfalt punktet. Auch beim Schloss als Drehort können die Experten helfen, aber das ist lange noch nicht alles. Allerdings gibt es natürlich auch die Möglichkeit, viel DDR-Geschichte hier zu erzählen. Oder eben historische Räume von innen, sowas geht ja auch. Und natürlich haben wir auch das, was alle Filme so haben, Büroräume, was immer gesucht wird, oder Restaurants, ganz wunderbare, romantische Sachen. Das haben wir hier auch und auf eine andere Art. Und was Schwerin ganz besonders macht, ist, sie haben hier eine der größten Bootshausanlagen Europas. Weiß gar keiner, aber das ist schon was Besonderes. Und wer Bootshäuser drehen will, der müsste eigentlich an Schwerin, nach Schwerin kommen, um da zu schauen, wie das hier aussieht. Um diese Bootshäuser von Namen zu betrachten, ging es noch einmal kurz in den Bus und am Hotel Speicher direkt auf das Schiff der Weißen Flotte. Wie die Organisatoren just an diesem Tag perfekten Sonnenschein gezaubert haben, bleibt ihr Geheimnis. Schwerin zeigte sich von seiner schönsten Seite. Das blieb auch den Tourteilnehmern nicht verborgen. Bei den vielen schönen Sachen ist schwer zu sagen. Also mich hat die Bank sehr beeindruckt aufgrund dieses sehr rauen Charmes, der jetzt nur noch übrig ist. Fand ich sehr faszinierend. Und ansonsten finde ich leere Fabrikhallen einfach großartig. Ich wollte mich inspirieren lassen. Also mal gucken, was für geheimnisvolle Orte hier aufgetan werden. Es ist ja immer die Frage von, was ist als erstes da? Also was Henne-Ei, ja, ist erst
sind erst die Locations da, die quasi suchen nach Film oder VR. Also ich bin mehr so der Virtual Reality-Mann. Und können wir hier Sachen aufnehmen, die man woanders nicht sieht? Oder ist es andersrum, dass man sagt, okay, hier ist so eine große Nachfrage nach Technologie, dass man sagt, okay, gibt's denn überhaupt was, was wir abfilmen können? So. Ich habe hier heute ganz viel gesehen, was man gemeinsam machen kann. Ja? Manchmal ist es einfach nur ein Eindruck, der hängen bleibt und sich dann zu einer Idee formt. Eindrücke konnten auf der Location-Tour jede Menge mitgenommen werden. Ein letztes Foto bei der IHK zu Schwerin mit Schloss und Optimist, dem Symbol der neuen Marketingkampagne Schwerins. Deutlich optimistischer kann Schwerin wohl auch in die eigene Serien- und Filmzukunft schauen.